Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maja. In diesem Video schauen wir uns an, wie es der Titel bereits sagt, wie man einen DVD-Spieler reinigen kann. Und zwar habe ich. Upsi, warte, warte. Und zwar habe ich einen recht günstig bekommen für 7 Euro. Also eigentlich sollte er 8 kosten, aber ich habe ihn für 7 bekommen. Und ich habe ein paar DVDs besorgt, gebrauchte. Und mir ist aufgefallen, dass der DVD-Spieler nicht dazu in der Lage ist, die DVDs richtig zu lesen. Manchmal liest er die, manchmal wieder nicht. Eine kann er gar nicht lesen. Am Computer funktioniert das ohne Probleme. Und jetzt habe ich gedacht, dass es wahrscheinlich am Laser liegt, also an diesem Laser, der die CDs liest. Und in diesem Video wollen wir uns doch mal gemeinsam angucken, wie man dieses Problem lösen kann. Der erste Schritt, den ich getan habe, bitte nicht erschrecken, ist, dass ich den Deckel abgemacht habe. Also es waren Schrauben, im Schraubenzieher hat es nicht geklappt, der ist irgendwie zu klein und ich war zu schwächlich. Dann habe ich versucht, diese Methode mit dem Gummiband zu nehmen, um die Schraube abzuziehen. Dann habe ich zum Glück noch diesen winzigen Akkuschrauber gefunden, mit dem hat es dann geklappt. Naja, und aber das sah nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil so sah das Ganze jetzt aus. Und ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich herausgefunden habe, dass die Linse bei diesem DVD-Spieler wohl recht klein ist. Und zwar heißt es, ach, das ist stimmt, Achtung, Licht. Und zwar ist das, glaube ich, die Linse da. Ich habe nämlich, das sollte man auch nicht nachmachen, den DVD-Spieler dann mal eingesteckt, während er offen war, um zu gucken, okay. Ne, was passiert denn da eigentlich? Und man kann sehen, da ist dieses Licht, in das ich nicht reingucken sollte. Und dieses, also jetzt ist es ausgegangen. Und dieses Licht ist eben auch das Licht, welches wohl, das ist dieser Laser. So, er leuchtet ja auch schon wie ein Laser. Wie geht denn das jetzt hier wieder auf? Open. Warte, hier Open Close. So, und jetzt, und mir ist auch aufgefallen, dass da halt Staub ist am Rand. Hier, man sieht hier dieses Geschrutzige. Da habe ich leider nichts, um das jetzt wirklich so richtig wegzumachen. Ich könnte natürlich rumpusten, aber das werde ich mal lieber nicht machen, weil ich dann Angst habe, dass ich auf diese anderen Teile puste. Deswegen werde ich nur eine Sache machen und gucken, ob es dann funktioniert. Und zwar werde ich diesen Laser da, also diese kleine Linse reinigen. Und zwar mit Reinigungsalkohol. Ich habe leider nur. Hier, was, wo? Steht ja gar nicht hier. Isopropanol. Das ist aber auch Reinigungsalkohol. Eigentlich sollte man es mit einem Wattestäbchen machen. Ich habe keins. Also muss ich es irgendwie versuchen, mit Wattebäuschen zu machen. Also ich werde den Wattebausch halt ein bisschen anfeuchten. Dann über diese Linse streichen. Vielleicht noch mal kurz mit einem trockenen Wattebausch drüber streichen und dann werde ich die eine DVD ausprobieren, ob sie jetzt endlich gelesen werden kann, bei der es die ganze Zeit heißt, die kann nicht gelesen werden und das werden wir uns jetzt mal angucken. Also das heißt, Alkohol. Ich bin irgendwie auch immer zu schwächlich für solche Sachen. So, Wattebausch hier. Bisschen nass machen. Ja. Ich will es so am Rand haben eigentlich, den Alkohol, damit ich mit dem Wattebausch besser da dran komme. Jetzt haben wir ihn nass gemacht. Jetzt habe ich nichts, um mir die Hände abzuwischen. Doch hier. Aha, ich bin vorbereitet. So. Und jetzt werden wir uns ganz vorsichtig hier über die Linse streichen. Wahrscheinlich würde jeder Profi jetzt sagen, ah, Maja, was machst du da? Aber viel mehr Möglichkeiten, als das so zu machen, habe ich leider nicht. So, abgewischt ist sie jetzt auf jeden Fall. Ob ich sie jetzt nicht noch mehr verschmutzt habe. Ups, das Kabel ist auch noch reingesteckt. Sehr gut. Jetzt habe ich sie, glaube ich, angepustet. Mal gucken, ob ich es jetzt schlimmer gemacht habe. Also es gibt eine ganz spezielle DVD, die würde ich da gerne ausprobieren. Wo ist sie denn? 4-1. So. Wollen wir mal gucken, ob ich es schlimmer gemacht habe oder ob es jetzt gelesen werden kann.
Klaus. Und jetzt wird's gelesen. Laden. 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 Das sieht ja schon mal schlecht aus. Ich beobachte das in einem Moment. Es ist merkwürdig, es scheint an dieser dubiosen DVD zu liegen. Ich habe jetzt nämlich mal eine andere ausprobiert, die geht. Beziehungsweise es scheint generell irgendwie an den DVDs zu liegen. Ich meine, ich kann sie abwischen. So, wie man nun mal eine CD so abwischt. Und dann lege ich sie ein. Drücke auf Schließen. Aber irgendwie wird sie einfach nicht geladen. Hier, ich kann es nochmal zeigen. Andere DVD, close. Dann sieht man hier, wird gelesen, laden, laden, laden. Moment, so, hier, und jetzt wird sie abgespielt. Also es scheint irgendwas mit dieser DVD zu sein oder prinzipiell mit den DVDs. Ich weiß auch nicht so genau. Also meine Theorie war ja folgende. Der Laser ist verschmutzt und deswegen liest er die DVDs nicht mehr richtig. Aber er scheint die meisten DVDs meistens zu lesen und die eine halt gar nicht. Aber am Computer geht's dann halt wiederum, was ich halt irgendwie merkwürdig finde, aber keine Ahnung. Naja, das heißt, ich werde den DVD-Spieler jetzt wieder zuschrauben. Ich bin schon mal froh, dass er nicht durch mich jetzt kaputt gegangen ist. Und werde gucken, wie ich diese DVD anderweitig übertragen kann, sodass der die abspielen kann. Aber ja, nichtsdestotrotz habt ihr jetzt mal gesehen, wie man theoretisch den Laser bei einem DVD-Spieler reinigen kann. Wie gesagt, er benutzt lieber einen Wattebausch statt Wattepads. Aber von der Art und Weise war es so ähnlich. Ihr habt gesehen, der Laser ist der, der so rot solche Lichter abgibt. Dann reinigt man ihn und guckt, ob der DVD-Spieler dann noch geht. Ich meine, wenn die DVDs sowieso schon gar nicht mehr gelesen werden konnten und man ihn quasi wegschmeißen wollte, dann kann man ja auch nicht viel kaputt machen, wenn man eh denkt, der ist schon kaputt. So, deswegen zeige ich euch es nochmal. Also, ne, DVD-Spieler. Ich habe hier diese einfach nur, das war nicht so schwer. Ich muss nur gucken, wie ich sie wieder dran kriege. Aber ich habe einfach diesen Deckel abgeschraubt. Und den schraube ich jetzt wieder dran. Und dann ist es so, als hätten wir nie am DVD-Spieler rumgepfuscht. Aber das mit dieser einen DVD, da ärgert mich wirklich. Also, keine Ahnung, was da das Problem ist. Naja. Ja, ich hoffe, ich konnte euch trotzdem weiterhelfen. Für jeden, der Probleme hat mit seinem DVD-Spieler, außer dass ich mir selbst nicht helfen konnte. Aber naja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eure Gartenfee Maya. Bis bald.